Ja, und Sie merken es schon, es verändert sich hier das Setting. Wir machen jetzt weiter mit der Podiumsdiskussion unter dem Motto Polizei neu denken. Und diese Überschrift, die beinhaltet natürlich viele verschiedene Dinge. In den nächsten 45 Minuten soll es hauptsächlich darum gehen, um die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und natürlich dem Schutz der Daten und Systeme. Und wir haben dafür hochkarätige Redner auf die Bühne eingeladen, die ich Ihnen jetzt sehr gerne vorstellen möchte. Wir starten mit der einzigen Frau in der Runde, Andrea Martin. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, liebe Frau Martin. Hallo. Frau Martin ist Leiterin des IBM Watson Centers Munich und unsere Expertin für künstliche Intelligenz. Im Vorfeld hat sie mir Folgendes verraten. KI-Lösungen erfolgreich einführen. Was ist zu beachten? Sie brauchen einen guten Anwendungsfall. Daten, die in ausreichender Qualität verfügbar sind und vor allem die KI-Lösungen müssen vertrauenswürdig sein. Das war Ihre Aussage. Vielen herzlichen Dank dafür. Knüpfen wir gleich dran an. Der nächste in der Runde ist Daniel Kleffel. Er ist Präsident des Landesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz LSI. Einen schönen guten Tag, Herr Kleffel. Und auch Sie haben was sehr Interessantes gesagt, nämlich das LSI schützt die öffentliche IT des Freistaates Bayern vor Cyberangriffen. Staat, Kommunen und kleinere Kritisunternehmen sehen sich in einer verschärften Sicherheitslage. Die enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden in Bayern und Schwesterorganisationen im Bund und in anderen Ländern sind für das LSI dabei erfolgskritisch. Security is for sharing. Tolle Aussage. Herzlich willkommen. Dann machen wir weiter mit Christian Bär. Er ist Leiter der Abteilung Digitale Verwaltung im Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Schön, dass Sie hier sind, lieber Herr Bär. Er sagt, die digitale Verwaltung in Bayern wird völlig neu ausgerichtet. Konsequent muss der Freistaat nun seine eigenen Strukturen überprüfen, seine IT-Landschaft weiterentwickeln und seine Prozesse digital neu aufstellen. Essentiell hierbei sind aber auch die Kolleginnen und Kollegen, deren Arbeit sich dadurch vorwärts entwickelt und unterstützt werden soll. Aber wie nehmen wir die Kolleginnen und Kollegen mit auf diesen Weg? Herzlich willkommen. So, last but not least darf ich ganz herzlich begrüßen Gerald Eder. Er ist der fachliche Leiter von Polizei 20. Herzlich willkommen. Er sagt, P20 ist das größte Transformationsvorhaben der deutschen Polizeien. In mittlerweile über 40 Projekten arbeiten unsere Kolleginnen und Kollegen gemeinsam an der Modernisierung der polizeilichen IT- und Presselandschaft. Hiervon profitieren Staat, Bürgerinnen und Bürger sowie vor allem unsere Polizeibeschäftigten. Gemeinsam, digital und vernetzt die Polizeiarbeit der Zukunft. Und das ist unsere fantastische Runde. Ich freue mich sehr, Ihnen in den nächsten 45 Minuten wirklich spannende Fragen stellen zu dürfen. Und ich starte mit Ihnen, lieber Herr Bär. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Wir haben ja heute schon mehrfach mitbekommen bei einigen Rednern, dass die neuen Technologien natürlich viele Potenziale bieten, die wir ausschöpfen möchten. Aber inwiefern ist denn überhaupt Digitalisierung ein Heißbringer? Gerade wenn ich da an die E-Akte denke, habe ich doch so ein paar Fragezeichen. Ja, vielen Dank für diese Vorlage. Ich denke, die Pandemie in den vergangenen Jahren hat eins gezeigt, wir machen die Digitalisierungsvorhaben ja nicht als Selbstzweck. Das heißt, wo stünden wir auch mit der Veranstaltung, die heute wieder in Präsenz stattfindet und die in den vergangenen Jahren eben auf virtuellem Weg stattfinden musste. Ob das jetzt angenehm ist, das dann über Kacheln, über mehrere Stunden zu verfolgen, ist ja eine ganz andere Frage. Aber ist die Alternative wirklich, man lässt es und die E-Akte ist ein ähnlicher Aspekt. Ohne E-Akte wären Themen wie Homeoffice, die in einigen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen der Verwaltung sehr verbreitet sind, überhaupt nicht denkbar. Das heißt, wir reden über Tools, die nicht wie eine Zwischenphase wieder vorbeigehen, sondern die wir in den nächsten Jahren werden brauchen,
um die Arbeitswelt entsprechend modern aufzustellen. Und vorher im Bericht des Innenministers wurde das ja auch in fachbezogenen Vorhaben übersetzt. Wo steht die Polizei ohne digitale Ermittlungsverfahren oder auch die Frage der Nachwuchsgewinnung? Auch da, glaube ich, ist die Frage, braucht man das oder lohnt sich das? Nicht als Selbstzweck, aber für die dahinterstehenden fachlichen Notwendigkeiten, die voranzutreiben sind. Da würde ich gerne noch mal mit einer persönlichen Frage anknüpfen. Wie erleben Sie denn im Digitalministerium ganz persönlich die Digitalisierung? Schaut uns ruhig mal aus dem Nähkästchen. Also nachdem bei uns die Staatsministerin aus der Nähe von Aschaffenburg kommt, haben wir die E-Akte tatsächlich sehr, sehr forsch eingeführt und mittlerweile auch ausgerollt. Ich bin froh drum, weil wir außer im Personalbereich, wo Urkunden noch mit dem großen bayerischen Staatswappen und in Papier übergeben werden, außerhalb des Personalbereichs nahezu keine Vorgänge mehr im Papier haben. Das heißt, das ist nicht der Grund, ins Büro zu kommen oder für die Frage, wo arbeite ich. Wie natürlich brauchen wir da den Kontakt vor Ort, den Kontakt, den man auch heute hat in so einem Umfeld, aber es zwingt uns nicht, der papiergebundene Vorgang im Büro zu arbeiten. Natürlich ganz gut. Die nächste Frage geht an Sie, lieber Herr Kleffel. Die Digitalisierung hat ja viele Vorteile, aber bringt natürlich auch Gefahren mit. Wir haben es ja in den letzten Monaten auch verstärkt in Deutschland gehabt. Die Cyberangriffe haben sich ja unheimlich verstärkt, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern natürlich auch auf die Behörden. Verraten Sie uns doch, wie es um die IT-Sicherheit ja im Freistaat steht. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für den zugespielten Ball. Wir haben das heute schon mehrfach gehört vorhin vom Herrn Innenminister. Sicherheit ist in Bayern ein ganz wichtiges Thema. Der Freistaat Bayern war das erste Bundesland, was ein Landesamt für Sicherheit in Informationstechnik gegründet hat. Wir sind inzwischen gute 4 Jahre alt. Zum 1. Dezember sind es dann 5. Wir haben angefangen mit dem vielleicht dem einen oder anderen zumindest Spezialisten bekannten Bayern-Zert als Kerntruppe. Das waren mal 8 Leute, inzwischen sind wir 118. Das heißt, man kann also auch im öffentlichen Dienst mit attraktiven Aufgabenstellungen und natürlich aber auch mit attraktiven Bezahlungen wirklich IT-Experten gewinnen. So, worum geht es beim LSI? Das geht nun mal genau, wohin sich die Frage richtet. Wir arbeiten aktiv, und zwar wirklich aktiv, nicht irgendwie das Sandkastenspiel, sondern aktiv am Schutz des bayerischen Behördennetzes, arbeiten dort oder können dort auf eine hohe Zusammenfassung von Rechenzentrumsleistungen zurückgreifen, heißt IDDLZ, heißt aber auch ganz intensiv natürlich mit dem LKA-Rechenzentrum. Da ist Bayern sehr weit, da ist Bayern sehr viel weiter auch als der Bund an vielen Stellen und ein hoher Grad an Konsolidierung im IT-Bereich dient nun mal auch einem vernünftigen Schutz derselbigen. So, wir schauen letztlich am Tag im Lagezentrum, nur mal um eine Zahl zu nennen, 2 Milliarden Datensätze an, die dort durchlaufen. Wenn Sie am Rechner irgendwo eine Google-Suche machen, bis zu irgendwelchen Mails, Routerkontakten, letztlich 2 Milliarden Datensätze am Tag, und da gilt es eben aus diesem Datenboost die rauszusuchen, die eben mal 2, mal 5, mal vielleicht auch 1 Dutzend am Tag, die irgendwie kritisch sind. So, was folgt weiterhin, was gehört zu der Erzählung LSI weiterhin dazu, aus diesem aktiven Schutz des Staates folgt eben abgeleitete Unterstützung von Kommunen, von kleineren Kritisunternehmen, gerade eben im öffentlichen Bereich, heißt Krankenhäuser, heißt Wasserversorger. So, wie ist nun die Lage? Naja, im Behördennetz haben wir so im Monat irgendwie immer so dreistellig, also mal im niedrigen dreistelligen, mal so in Richtung mittleren dreistelligen Bereich, irgendwo IT-Sicherheitsvorfälle. So, was kann das sein? Das ist mal irgendein komischer Klick, das kann aber auch mal tiefer gehen. Es ist ebenfalls in diesem dreistelligen Bereich irgendwo den Sachen dann tiefer nachzugehen. Was passiert da? Was ist in den letzten Wochen, in den letzten Monaten das Thema, was unsere Leute besonders beschäftigt? Ich glaube, das ist, wer sich mit IT-Sicherheitsvorfällen, mit Cyberangriffen auch im Polizeibereich natürlich beschäftigt, weiß das. Das ist nach wie vor und intensiv eben das Thema Ransomware. Das ist hochprofessionelle, gut gemachte Angriffssoftware. Das sind eben nicht mehr irgendwelche Leute, die, mit Kapuzenpulli im Keller sitzen, sondern das
sind hochprofessionelle Banden, die damit ganz einfach Geld verdienen, die auch im Übrigen auch Sommerpause machen. Das war ganz interessant zu beobachten. Anfang September, so Anfang zweite Septemberwoche, war offensichtlich der Urlaub beendet. Da gingen also die Angriffswellen mit Emotet und Quackbot, das waren zwei oder sind zwei ganz hässliche Angriffssoftwaren, wieder massiv los, und das macht uns Arbeit. Sie haben eben gerade ja die Datenmengen angesprochen, da würde ich gerne noch mal eine Nachfrage stellen. Das sind ja wirklich gigantische Datensätze, die da entstehen in der öffentlichen Verwaltung. Wie sicher sind denn diese Daten der Bürger und Unternehmen bei Ihnen? Sehr sicher muss die Auskunft natürlich sein, aber ich knüpfe an dem, glaube ich, in dem Auditorium natürlich immer wieder auch geäußerten und auch klar sein, den Grundsatz natürlich an, absolute Sicherheit gibt es nicht. Wir gehören ja zum Finanzministerium, der Finanzminister gibt mir immer wieder den Auftrag mit. Wir heißt ihr, NSI tut das Menschenmögliche, um die Daten zu sichern, und das ist so, aber absolute Sicherheit gibt es in dem Bereich nun mal nicht. Was vielleicht noch eine wichtige Basis auch der Arbeit ist, das ist einfach auch die enge Zusammenarbeit mit, gerade mit der Polizei, gerade auch mit anderen Ländern, auch mit Bundeseinrichtungen. Stichwort ist hier Verwaltungszertverbund, um mal ein Stichwort zu sagen. Das sind wichtige Einrichtungen. Vielleicht diskutieren wir nachher ein bisschen intensiver zu diesem Stichwort Cyberabwehr Bayern. Das ist, Zusammenarbeit ist wichtig. Security ist for Shell. Stand am Anfang. Vielen herzlichen Dank. Ich habe was Interessantes gefunden, was jetzt zum Thema künstliche Intelligenz wirklich ganz gut passt. Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine ist bei der Polizei nämlich schon sehr hoch. Es gibt zum Beispiel den Roboterhund Spot, und der könnte in gefährlichen Situationen Einsätze erkunden, natürlich auch Videos machen und so Menschen und Tiere schützen. Sehr, sehr interessante Sache. Mal gucken, ob wir dazu gleich noch mehr erfahren werden. Und damit sind wir schon bei Andrea Martin, unserer Spezialistin für künstliche Intelligenz. Sie entwickeln ja genau auf diesem Gebiet auch passgenaue Lösungen im Endeffekt für Geschäftskunden. Können Sie uns verraten, wohin die Reise der freien Wirtschaft denn geht und welche Strategie es gibt, da die nötige Transparenz aufzuschaffen? Weil das ist ja auch eine große Herausforderung. Absolut, ja. Und vielen Dank für die Vorlage mit Spot. Wir haben selber auch einen Spot im Watson Center in München hier, der allerdings eher industrielle Anwendungsfälle abdeckt, aber auch natürlich diese gefährlichen Situationen, die Sie besprochen haben. Ich habe mir mal so ein paar Studien angeguckt, was die Zahlen tatsächlich angeht zum Einsatz von KI. Eine, die ich gerade vor kurzem gelesen habe, da steht drin, 7% der Unternehmen setzen KI ein. Es gibt Aussagen aus dem IT-Bereich, die sagen, 30% setzen KI ein. Und ich habe auch eine Studie gesehen, dass 69% der Unternehmen KI einsetzen und das testen. Also ziemlich breit gefächert. Was ich beobachten kann mit unseren Kunden, ist auf jeden Fall, dass wir über alle Branchen hinweg ein hohes Interesse sehen und auch Projekte starten. Oft fängt es damit an, wirklich, ich sag mal, mit den einfachen Dingen in Anführungszeichen. Chatbots, virtuelle Assistenten, Bilderkennung, was ja auch bei Spot zum Beispiel zum Tragen kommt. Das sind so die einfacheren Dinge, die man auch in bestehende Anwendungen gut einbinden kann. Wir sehen aber auch komplexere Anwendungsfälle, wo KI wirklich mit Hilfe von verschiedensten Datenquellen zur Entscheidungsunterstützung benutzt wird oder auch gerade im Wissenschafts- und Forschungsbereich, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also gerade wenn man die Datenmenge anschaut, das kann ein Mensch ja gar nicht mehr verarbeiten, in der Forschung zum Beispiel, und da braucht es wirklich die maschinelle Unterstützung, um schnell so ein paar Kernpunkte auch auszufiltern und zu korrelieren. Das vielleicht jetzt mal zum Einsatz. Das wird sicherlich in Zukunft auch noch gesteigert werden. Also die 7% haben mit Sicherheit Steigerungsmöglichkeiten, bei den 69% aber auch. Ja. Vertrauenswürdigkeit oder Transparenz, was Sie ja angesprochen haben, das hat für mich mehrere Aspekte. Transparenz ist einer davon, der zu Vertrauenswürdigkeit führen kann. Wobei es da interessanterweise, wenn man sich da Studien anguckt, einen Tipping Point gibt. Also dann zu viel Transparenz führt wieder zu weniger Vertrauen, weil man sagt, was beziehen die denn alles ein in ihre Entscheidungen? Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass wir zum Beispiel wissen, dass KI-Funktionalität genutzt wird in einer Anwendung. Also dass den Nutzern und auch den Konsumenten das bekannt ist. Gegebenenfalls auch, welche Daten eigentlich benutzt werden zum Training und auch im Einsatz, damit wir wissen, was wird eigentlich verwendet. Ein anderer Punkt ist aber Erklärbarkeit. Können wir Ergebnisse, die aus einer KI rauskommen, sage ich mal pauschal, können wir erklären, wie die zustande kamen? Also welche Parameter, was für Algorithmen stehen dahinter, ohne da gegebenenfalls ins Detail zu gehen, weil nicht jeder ist ein Experte oder eine Expertin.
Fairness, Antidiskriminierung ist ein weiterer Aspekt. Also kann ich sicherstellen, dass ich nicht diskriminiert werde, weil ich vielleicht zu einer Minderheit gehöre oder weil wir haben alle einen sogenannten Bias. Ja, das Unterbewusstsein steuert uns da. Ist auch gut so als Mensch, sonst würden wir nicht Entscheidungen treffen können, schnell. Aber der Bias, den wir in uns tragen und den wir gegebenenfalls in den Daten abgedeckt haben, das ist natürlich der, der auch von der KI gelernt wird. Und das müssen wir wissen. Und da müssen wir auch gucken, ob wir das testen können und rausfinden, dass da so ein Bias drin ist, um gegensteuern zu können. Und dann ist natürlich Sicherheit ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Sind meine Daten sicher? Das haben wir ja gerade auch schon gehört. Wird der Schutz meiner persönlichen Daten gewährleistet? Das sind alles so Punkte, die zur Vertrauenswürdigkeit dann letztendlich beitragen. Kann man technisch lösen. Aber es gibt natürlich auch die ganzen Vorgehensweisen und Methoden während der Entwicklung, während des Designs, während des Einsatzes von KI, wo ich das regelmäßig überprüfen muss und auch die richtigen Methoden einsetzen muss. Sonst funktioniert es leider nicht. Ja. Nur die Technologie allein kann es nicht lösen. Sie haben gerade eben den Aspekt der Sicherheit auch nochmal aufgegriffen und da würde ich direkt gerne nochmal anknüpfen. Wie lässt sich denn die KI dauerhaft absichern? Also es hat mehrere Aspekte. Das eine ist ja der technische Aspekt und das andere ist tatsächlich, wie sicher ist es, dass wir KI auch in der Zukunft einsetzen. Also das sind so für mich die beiden Aspekte. Es gibt heute Methoden, die sagen wir, die Robustheit einer KI-Lösung überprüfen können, indem man zum Beispiel testen kann, ob eine Manipulation vorliegt von außen. Es gibt so schöne Beispiele, dass wir bestimmte Bilder erkennen, auch wenn ein bestimmter Pixelschleier, nenne ich es mal, davor gelegt wird. Wir erkennen trotzdem noch, es ist eine Katze, um dieses banale Beispiel zu nehmen. Aber eine KI, die dann eben doch jedes einzelne Pixel erkennen kann, erkennt dann da vielleicht ein anderes Tier. Und diese Manipulation, die kann man natürlich auf alle möglichen Bilder anwenden. Und das zu erkennen und dann auch gegenzusteuern und das rauszufiltern bzw. zu verhindern, ist ein wesentlicher Aspekt in der Sicherheit. Oder dass man sagt, ganz einfach, wie bei allen IT-Lösungen, wie ist der Zugriff geregelt? Wer darf eigentlich überhaupt damit arbeiten und weiterentwickeln und trainieren? Oder wie schütze ich auch vor dem Stehlen der Ergebnisse? Ja, also im Stichwort Industriespionage. Also es sind viele Aspekte, die wir heute schon kennen aus der IT, die man natürlich bei KI genauso anwenden muss. Und dann Schutz der Privatsphäre, welche Daten verwende ich, darf ich diese Daten verwenden? Habe ich, Andrea Martin, meine Zustimmung gegeben, dass bestimmte persönliche Daten verwendet werden dürfen? Oder muss ich gegebenenfalls in manchen Anwendungen anonymisieren, ohne so weit zu anonymisieren, dass ich dann einen Erkenntnisgewinn verliere? Also wenn ich bestimmte Parameter nicht mehr korrelieren kann, kann ich vielleicht auch keine neuen Erkenntnisse draus schließen. Also das sind eher so die technischen Aspekte. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es KI in der Zukunft überhaupt noch? Wie sicher ist das? Und da sage ich, ich gehe davon aus, ja, dass es wir es in allen Branchen sehen werden. Aber so richtig, was die Zukunft bringt in 10 Jahren, wissen wir natürlich auch nicht. Mhm. Wer hat denn im Moment die Verantwortung über die Systeme? Ist es schon der Algorithmus? Also befinden wir uns schon im Science-Fiction-Film sozusagen? Oder wer ist das? Also Science-Fiction ist Science-Fiction, würde ich jetzt mal als grundsätzliche Aussage hinstellen wollen. Ich würde die Frage immer, also ich gebe in solchen Diskussionen die Frage immer gern zurück, insbesondere wenn wir mit Kunden auch diskutieren, sagen, wir hatten heute die Verantwortung. Wir hatten heute die Verantwortung für eine Entscheidung, die jetzt in Zukunft gegebenenfalls durch eine KI-Lösung oder irgendeine andere IT-Lösung unterstützt wird. Und ausgehend von der Antwort auf diese Frage, wer heute die Verantwortung hat, kann man dann gut diskutieren, wie es eigentlich weitergeht und wie es in einem KI-System oder für eine KI-Lösung aussehen muss. Vielleicht ein paar Beispiele. Ja, beim Hersteller einer Axt oder eines Messers machen wir auch nicht den Hersteller des Messers verantwortlich, wenn damit jemand verletzt wird. Das ist ein relativ banales Beispiel. Es gibt aber auch andere Produkte, nehmen Sie Babyspielzeug, Babynahrung, da gibt es schon ein paar stärkere Regeln, die erfüllt sein müssen, damit der Hersteller aus der Verantwortung ist. Oder wenn Sie dann noch ganz weitergehen und sagen, autonome Waffensysteme, da wird noch eine ganz andere Diskussion zu führen sein. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Vielleicht ähnlich wie bei biologischen oder chemischen Waffen. Also es gibt da eine Abstufung. Aber ich muss dazu sagen, Sie haben mich als KI-Expertin vorgestellt, ich bin keine Juristin. Ich bin keine Spezialistin in der Produkthaftung zum Beispiel. Und ich denke, deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier ganz interdisziplinär diskutieren. Also die Frage nach der Verantwortung
darf aus meiner Sicht nicht ein Hersteller von KI-Lösungen alleine beantworten können. Auch nicht ein Anwender von KI-Lösungen, sondern da muss Jura mit rein, da muss gegebenenfalls Philosophie mit rein, da muss die Soziologie mit rein, Psychologie gegebenenfalls, weil alle einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema Verantwortung haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass es nur gemeinsam geht. Ich persönlich bin jetzt ein Freund von Human in the Loop, also dass ein Mensch immer irgendwo in den Entscheidungen mit einbezogen wird, dass also eine KI-Lösung Empfehlungen gibt und ich dann entscheide auf Basis dieser Empfehlungen, weil nie alle Parameter einbezogen werden können in der KI-Lösung. Andererseits nutzen wir wahrscheinlich alle irgendwo Google Maps auch für die Stauvorhersage. Da steckt auch KI dahinter. Da sage ich, da trifft Google Maps trifft keine Entscheidung für mich. Das zeigt mir nur, wo ist Stau und ich entscheide dann, wo ich langfahre. Ja, aber es gibt dann risikoärmere Lösungen und welche, die eine größere Auswirkung auch auf Individuen haben. Und ich denke, da muss man auch ein Stück weit eine Risikoabschätzung machen, wo dann wie die Grenze zu ziehen ist, auch mit Human in the Loop. Ja, ich glaube, da müssen noch viele Bereiche stark zusammenarbeiten. Da sind wir mittendrin im Prozess. Wer weiß, dann vielleicht in einem Jahr hier sitzen, worüber wir dann schon diskutieren, was möglich ist. Danke für diesen spannenden Ausflug in die künstliche Intelligenz. Und damit wäre ich bei Ihnen, Herr Eder. Sie kümmern sich um das Projekt Polizei 20. Und hier gab es ja einen Namenszweck. Wie ist ja vorher Polizei 2020. Wie kam es denn dazu und wie ist Ihre Organisation jetzt aufgestellt? Ja, das heißt eigentlich heute immer noch Polizei / 2020 oder 20 / 20. Wir sind immer wieder damit gemessen worden mit dieser Jahreszahl 2020. Die war damit nie bezweckt. Vielleicht waren wir da auch nicht ganz glücklich unterwegs mit diesem Namen, aber es ging eigentlich darum, dass es 20 Teilnehmer an diesem Programm sind, nämlich die 16 Bundesländer und die 4 Bundesbehörden, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, das Zollkriminalamt und die Polizei beim Deutschen Bundestag. Und dass im Jahr 2020 tatsächlich der IT-Fonds, nämlich unsere finanzielle Quelle, hier gegründet worden ist. Und auch der Verwaltungsrat, Herr Schwald ist Mitglied im Verwaltungsrat, der Verwaltungsrat für dieses Programm eingerichtet wurde. Und das war eben dann der Namensgeber für dieses Programm. Wir nennen es jetzt etwas kürzer P20, weil ich glaube, es geht auch etwas leichter über die Lippen und dann ist vielleicht der Verwechslungsgrad nicht mehr so groß. Als ich heute hier hereingegangen bin, hat tatsächlich auch der erste Kollege, der mich getroffen hat, gesagt, bis seit 2020 arbeitslos, armer Gerald. Das ist genau nicht der Fall. Also es ist schon so, dass wir jetzt in einer Phase in diesem Programm stecken. Wir haben eine intensive Konzeptionsphase gehabt, so ein Transformationsvorgehen ist nicht einfach zu bewältigen und sind jetzt aber schon in der Umsetzungsphase und weiß gerade, KI das Thema war ein Beispiel eben auch, wir haben auch KI-Produkte schon jetzt auf dem Markt, werden in Bayern auch schon eingesetzt für das Thema Kinderpornografie. Der Herr Minister hat das Thema ja erwähnt als eines der herausragenden Herausforderungen für die Polizei und da setzen wir eben auch vom Programm zur Verfügung gestellt, allen Teilnehmern eben hier dieses Prinzip, einer für alle, ein Teilnehmer oder mehrere Teilnehmer bringen was auf den Markt und stellen es allen anderen zur Verfügung und da unter anderem eben auch das Thema KI. Und vielleicht noch ein Satz, wie setzt sich dieses Programm zusammen? Es sind 20 Teilnehmerprogramme, also auch jeder, auch Bayern hat hier ein sehr, sehr großes übrigens eigenes Programm aufgesetzt, hier als BAO, alle anderen Bundesländer eben auch. Und wir haben ein Zentralprogramm, das in diesem Zentralprogramm darf ich die fachliche Leitung oder durfte ich die fachliche Leitung übernehmen. Und im Zentralprogramm, das ist der Arbeitsmuskel, dort werden Dinge verwaltet, dort werden Dinge koordiniert und eben 40 Projekte, in denen letztendlich die einzelnen Vorhaben dann umgesetzt werden. 40 Projekte, das hört sich nach einer gigantischen Menge an. Das will ja auch alles überwacht und kontrolliert werden. Man muss sich austauschen miteinander. Ist da die Gefahr nicht unheimlich groß, dass man sich auch mal verrennen kann? Die Gefahr ist immer, dass man sich verrennt. 40 Projekte ist richtig und der ein oder andere
bayerische Kollege hier oder Kollege kennt das einige oder andere Projekt. Da ist so, sind so große Vorhaben dabei wie PIAF, also der polizeiliche Informations- und Analyseverbund, einheitliches Vollbearbeitungssystem, wo wir in Bayern noch easy haben, geben wir jetzt auf demselben Produkt im Übrigen allen die Möglichkeit, das zu nutzen. Aber eben auch viele, der Aufbau des Datenhauses. Also es sind sehr, sehr große Projekte. Und wir haben natürlich da auch Methoden gefunden, um diese Projekte tatsächlich zu fördern, zu fordern, aber auch zu koordinieren. Also die einzelnen Projekte hängen intensiv voneinander ab. Die Ergebnisse des einen Projekts, wir nehmen mal zum Beispiel so einen Basisdienst wie Kataloge, den wollen wir irgendwann mal alle nutzen. Derzeit müssen wir uns, oder ein Identity und Access Management, also die ganzen Benutzerverwaltungen. All diese Themen werden in einzelnen Projekten hier durchgeführt. Und wir haben aber auch das Thema, ich weiß, der ein oder andere kann mit diesem Begriff nicht mehr sehr viel anfangen, aber wir gehen hier tatsächlich agil vor, haben auch entsprechende Frameworks, um diese Synchronisation der einzelnen Projekte tatsächlich ganz intensiv durchzuführen. Und wir haben in einem mindestens so großen Kreis, wie wir heute hier sind, das letzte Vorhaben-Synchronisations-Meeting durchgeführt. 3 Tage treffen sich da alle Verantwortlichen der Projekte und synchronisieren sich. Einmal in der Woche synchronisieren sie sich virtuell und eben einmal im Vierteljahr richten wir uns wieder neu aus mit neuen Zielen, was ist im nächsten Vierteljahr zu erreichen. Und ich weiß, dass von 100 solchen großen Vorhaben, ich sage jetzt mal 98, weil 2 sind ja heute hier, da nicht gut gehen oder letztendlich das Ziel nicht erreichen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen. Wir haben einen langfristigen Plan. Wir teilen unsere Ziele in kurze Intervalle ein und erreichen die auch immer wieder. Wir haben einen sehr aufgeschlossenen Verwaltungsrat, der uns auch zu Recht stark auf die Finger schaut. Und wir sind zum großen Teil Polizisten. Und das ist tatsächlich, und das ist jetzt kein Fishing for Compliments hier, sondern wir haben im Programm, im Zentralprogramm, das sogenannte Kompetenzcenter Fachlichkeit eingerichtet. Alle Teilnehmer entsenden ihre fachlichen Kollegen. Da ist einer, da hinten steht einer, der jetzt 2 Jahre im Programm war, als bayerischer Polizist. Die bringen ihre Expertise dort ein. Und wir haben dort sozusagen einen smarten Föderalismus, weil wir alle Kolleginnen und Kollegen an einer Stelle haben, aus allen Bundesländern. Und wie gesagt, weil wir Polizisten sind, schaffen wir auch dieses Ziel, weil wir uns dieser Pragmatismus und diese Lösungsorientiertheit einfach intrinsisch gegeben ist. Sie haben auch gerade die Frameworks angesprochen, die ja auch ganz wichtig sind. Die Technik muss dazu stimmen und damit sind wir schon wieder bei Ihnen, lieber Herr Kleffel, weil was für die Polizei natürlich ganz wichtig ist, dass es zum einen eine sichere und natürlich auch rechtskonforme Lösung ist. Auf der anderen Seite ist ja noch der Polizist, der das Programm bedient. Das muss effizient sein und es muss schnell gehen, intuitiv. Wie gelingt denn dieser Spagat? Vielleicht lassen Sie mich noch mal eine Ebene weiter oben einsteigen. Ich komme gleich zu der Frage im Detail zurück. Wir betreiben, klang vorhin schon an, bayerische Staats-IT ziemlich sicher. Wir haben ordentliche Schutzmechanismen zwischen Behördennetz, wo das Polizeinetz natürlich dazugehört, und Internet. Es gibt eine ordentliche Sicherheitsorganisation in den Ressorts bei der Polizei. Wir wollen nicht, oder klar, oder Aufgabe ist natürlich auch völlig verständlich, sich eben ganz aktuellen, ganz neuen, drängenden Themen zu widmen. Ein Thema, was immer wieder aufkommt, wo auch irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung die staatliche Verwaltung, die öffentliche Verwaltung so, ja, manchmal so ein bisschen eigentümlich dargestellt wird, ist vielleicht mal mit dem Stichwort Cloud Computing dargestellt. Das nervt mich, muss ich sagen, weil das natürlich ein zentrales Thema ist, was unsere Leute, was meine Leute Tag für Tag bearbeiten, weil natürlich ich Cloud-Anwendungen brauche, der Staat wendet die ja auch intensiv an. Ich muss sie aber halt genauso wie herkömmliche, wie Altanwendungen vernünftig sicher betreiben. Also
ja, den Schwanengesängen eines Vertrieblers zu folgen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt so und das ist dann sicher betrieben, so ist es halt ganz einfach nicht, sondern ich brauche eine hohe Fachexpertise, um mit den Sachen dann auch vernünftig und sicher arbeiten zu können. Es geht, das klang vorhin schon an und mal, um öffentliche Daten und im Polizeibereich natürlich nochmal um eine ganz besonders hohe Sensibilität der Daten. So, jetzt mal zurück zu der eigentlichen Frage. Wir haben eine Menge Schnittstellen zur Polizei-IT. Also ich habe vorhin schon die Zusammenarbeit der Rechenzentren gesagt. Und damit ist jetzt mein ganz klarer Eindruck, dass die IT im Polizeibereich natürlich hochsicher betrieben wird und trotzdem funktional. Ein Beispiel klang vorhin beim Minister an. Das ist ihr Projekt M-Police. Das, glaube ich, ist eine ganz zentrale, also kann ich mir vorstellen, für den Polizeieinsatz ganz zentrale Sache. Und das wird ordentlich betrieben. Sie haben mit diesem zentralen Management einen Stand erreicht, von vornherein eben das so ausgerollt, dass sie nichts anderes einsammeln mussten, sondern es war eben von vornherein zentral gemanagt, wo viele Organisationen einen weiten Weg noch dahin haben. Sie haben einen ordentlichen App-Freigabeprozess. Wenn da irgendwelche Apps draufkommen, die können gut sein, müssen aber nicht. Sie betrachten das vorher. Das sind vielleicht mal zwei Stichworte, wo einfach man sieht, okay, ein zentrales Management hilft. Was, glaube ich, auch ganz intensiv in vielen Ermittlungsbereichen eine notwendige und sinnvolles Werkzeug ist dieses Thema Browser in der Box, dass Sie praktisch beim eben nicht über diese Schutzmechanismen am Internetübergang, die für den Schutz des Behördennetzes schon zentral wichtig sind, eben irgendwelchen Dreck ins Behördennetz reinbekommen, sondern sie arbeiten eben in abgesicherten Browser-Sessions, wo eben letztlich am Behördennetz nichts kaputt gehen kann. Wichtig. Das ist ein wirklich zentral wichtiges Thema. Gut, und last not least arbeiten wir natürlich immer wieder auch, merkt vielleicht der einzelne Polizist nicht, aber die Basis ist letztlich das Behördennetz. Stichwort ist das Projekt Beikommen, also Bayerische Kommunikationsnetze. Und da findet natürlich eine ganz intensive Zusammenarbeit mit den Kollegen vom LKA, aber auch mit dem Herrn Ringmeier, mit dem Referat im Innenministerium statt. Die Polizei ist Premium-Partner des LSI und der staatlichen IT. Herr Eder, was sind denn die nächsten großen Schritte, mit denen wir rechnen können? Herr Künder hat mir im Vorfeld was von einem Click-Dummy verraten, der die Arbeit ja unheimlich einfach machen soll. Vielleicht können Sie noch so ein bisschen mehr davon erzählen. Ich glaube, die anderen sind auch ganz neugierig, weil immer dann, wenn die Arbeit einfacher wird, das ist ja fantastisch. Ja, da haben wir uns ja auch kennengelernt über den Click-Dummy. Was ist dieser Click-Dummy? Es ist unwahrscheinlich schwierig zu erklären, was dieses Programm P20, also was dieses riesen Transformationsvorhaben der deutschen Polizei, das ja, war ja im Intro das größte Transformationsvorhaben der deutschen Polizei. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, das haben wir ja heute auch schon mal gehört, sondern wir machen es, weil wir die Arbeit der Polizei besser, einfacher und auch effizienter gestalten wollen. Und um letztendlich jetzt schon die Ergebnisse zu zeigen, das ist ein langer Weg, bis wir wirklich da sind, in unserem Ziel sind, das ist ein langer Transformationsweg. Wir schaffen natürlich immer wieder zwischendurch, ja, dieses Wort ist ein bisschen verpönt, Quick Wins, zum Beispiel eben mit KI-Software, aber auch mit anderen Produkten, die wir bereitstellen können. Aber das echte Ziel wird erst 2030 circa erreicht werden. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und um letztendlich den Kolleginnen und Kollegen heute schon zu zeigen, wie die Arbeit der Zukunft sein wird, haben wir diesen Click-Dummy entwickelt. Und zwar ist das ja tatsächlich ein virtueller Arbeitsplatz der Kolleginnen und Kollegen, also ob mobil, ob im Fahrzeug, ob auf der Dienststelle, in dem wir eben heute schon zeigen können, wie die Services der Zukunft aussehen werden. Also wir haben fiktive Beispiele, ein gemeldeter Einbruchdiebstahl, wie wird der mit der Unterstützung, mit Spracherkennung, mit anderen Produkten, die hier im Einsatz sind, dann wie wird der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen? Nicht mehr so wie heute, dass sich der Kollege immer wieder an den verschiedenen Systemen anmelden muss, die unwahrscheinlich schwer erlernbar sind. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, aber als die Vorgangsbearbeitung, die Fallbearbeitung, Expertensysteme ist unwahrscheinlich schwierig. In Zukunft wird sich
wird die Services, die der Kollege zur Verfügung gestellt hat, an seinem Prozess orientieren. Nicht, der Prozess muss sich an den Produkten orientieren. Und das hört sich sehr, sehr, wir haben das Thema Science Fiction schon gehabt, das ist aber nicht. Wir können den Kolleginnen und Kollegen heute schon zeigen, wie das aussehen wird. Und das ist auch keine Hexerei. Und da wollen wir auch, und da laden wir auch alle ein dazu, für die jeweiligen Anwendungsfälle heute schon diesen Klickdummy zu entwickeln, um auch für uns Anforderungen zu generieren. Wie müssen die einzelnen Services aussehen? Wie müssen sie geschnitten sein? Wo brauche ich GIS-Unterstützung? Wo brauche ich KI-Unterstützung? Wo brauche ich andere Art von Unterstützung, um meine Arbeit so effizient wie möglich zu machen? Und das soll nicht dazu führen, dass die Kollegen noch mehr vorm Rechner sitzen, sondern genau das Gegenteil soll der Fall sein. Ich weiß, es ist immer wieder versprochen bei IT, wir bringen die Kollegen wieder auf die Straße. Das habe ich selber schon oft genug versprochen, um zu wissen, dass es nicht immer stimmt. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, weil diese Produkte sind, ja, wie es so schön auf Bayerisch heißt, any device. Die funktionieren egal, ob das auf einem Smartphone ist oder ob das im Fahrzeug ist oder ob auf der Dienststelle mit Tastatur, zwei Bildschirmen und Maus. Die funktionieren immer gleich gut und der Kollege kann die Arbeit, die er machen muss, an der Stelle machen, an der sie anfällt. Und das passt eben auch zu den Zielen des Programms. Jeder Polizist und jede Polizistin soll an jedem x-beliebigen Ort auf die Daten zugreifen können, die sie für die Bewältigung ihrer Arbeit benötigt. Und wie gesagt, um das zu visualisieren, haben wir diesen Click-Dummy und den entwickeln wir auch immer weiter. Und das ist auch etwas, wo wir uns erhoffen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Letzter Satz zu diesem Thema. Ich weiß, es ist leider so, dass IT bei der Polizei kein Statussymbol ist. Wenn die Kollegen ein neues Auto kriegen, toll. Also warum kriegt der ein neues Auto und ich nicht? Ich würde mir wünschen, dass sie sagen, warum kriegt der neue Software und ich nicht? Und das wollen wir auch ein bisschen mit diesem Click-Dummy erreichen, dass es tatsächlich, Kollegen müssen mit stolz geschwellter Brust nach Hause kommen und stell dir vor, ich habe einen Click-Dummy bekommen. Nein, es geht einfach darum, dass wir die Kollegen abholen, dass wir ihnen auch das Gefühl geben, dass da etwas in ihrem Sinne passieren soll und dass sie auch verstehen, und da lade ich insbesondere auch die DPOLG, und wir sind ja auch schon in Kommunikation ein, tatsächlich auch zur Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen zum Einbringen ihrer Vorstellungen, ihrer Anforderungen, um sie dann tatsächlich zu visualisieren und dann tatsächlich auch später dann auch in den Services umzusetzen. Herr Eder, wir sind ja hier heute ganz unter uns. Darf ich Ihnen noch die Frage stellen, für wann denn die Einführung des Click-Dummies geplant ist? Also Sie können auch den Joker wählen, dann würde ich die nächste Frage an jemand anderen stellen. Nein, die beantworte ich sehr, sehr gerne, weil der erste ist schon sozusagen auf dem Markt. Der Kollege, von dem ich zuvor erzählt habe, sagt, ich habe ihn dabei, ich könnte ihn sogar zeigen, wenn man hier meinen Laptop anschließen lässt. Also es ist tatsächlich so, der erste Click-Dummy, den gibt es schon, wir entwickeln es weiter. Es ist also ein Click-Dummy, da geht es um Einbruch, Diebstahl, um etwas, was öfter, wir wollen natürlich auch andere machen für das Thema Cybercrime, auch dann für den Durchstich zur Justiz, wie das dann mal aussieht im Zusammenhang mit der E-Akte, sodass wir also hier den Klick damit immer weiterentwickeln. Aber wie gesagt, der erste, den gibt es schon. Ja, vielen herzlichen Dank für diese wertvolle Information. Mal gespannt, wann er dann für alle kommt. Ja, damit sind wir auch bei Ihnen. Herr Eder hat es gerade angesprochen, die E-Akte. Zur digitalen Transformation gehört ja im Endeffekt auch der digitale Zwilling. Und ich habe gehört, Sie sind schon mittendrin, aus den analogen Akten digitale zu machen, aber 1:1. Wie kann man denn das verhindern? Welche Ansätze verfolgen Sie denn hier, dass es einfacher und effektiver ist? Ja, vielen Dank. Ich knüpfe gleich an, was gerade eben gesagt wurde. Ist der Ansatz, den analogen Prozess so zu digitalisieren, wie er vorher war, oder handelt es sich nicht letztlich, das war heute das Video zum Intro, um die Optimierung von Prozessen? Warum machen wir das eigentlich? Und Sinn und Zweck geht vielleicht auch so ein bisschen, Sie hatten vorher die Frage, ob sich Herr Eder mit diesen 40 Einzelprojekten, wenn ich jetzt die Zahl noch im Kopf habe, ob man sich da nicht irgendwo verrennt. Aber letztlich ist es ja mal sich auf den Weg machen, um die Prozesse anzuschauen, um die Prozesse zu verbessern. Und ich unterstelle mal fast Herr Eder, dass bei dem Klick damit, bis der dann 2030 tatsächlich dann live geht, wenn ich jetzt das vom Datum her oder bis es kommt, da kommen noch Änderungen. Aber das sich auf den Weg machen ist doch richtig. Und vor allem zu schauen, wo kann und wo muss ich den Prozess
verbessern, dass am Schluss was für den Nutzer rauskommt. Also nicht die Digitalisierung der analogen Akte um der Digitalisierung willen, sondern wie kann ich einen echten Mehrwert schaffen. Der konkrete Ansatz, und das war Ihre Frage, ist, wir arbeiten mit vielen Ressourcen, sogenannten Innovationslaboren, weil wir sagen, bevor wir den Prozess digitalisieren, gucken wir erstmal, wie kommt der beim Nutzer an und was muss man verbessern. Wer schlechte Prozesse digitalisiert hat, nachher schlechte digitale Prozesse. Und das passiert in einigen Bereichen. Das kriegen wir dann auch mit, die entsprechende Reaktion. Jeder von Ihnen hat vielleicht so ein eigenes Gespür, wie gelungen die digitale Grundsteuererklärung zum Beispiel ist, wo es viel Kritik auf uns auch einprasselt und wo man sagt, vielleicht ist es aber, und eher nach Vorwärtsdenken, der Anspruch, dass man eben in vielen anderen Bereichen nochmal schaut, wie kann man gemeinsam mit dem Nutzer erkennen, wo der Prozess verbessert wird, damit das Ergebnis vorher besser ist als das, was wir zu Beginn hatten. Und dann auch ruhig sich mal was trauen. Mit 40 Einzelprojekten starten, vielleicht kommt nicht bei allen 40 Projekten der erhoffte große Knall und die Verbesserung raus, aber dieses sich auf den Weg machen und auch sagen, bewusst, wir machen das in all diesen Einzelprojekten, mal sind die Erfolge größer, mal nicht so groß. Ich glaube, den Mut braucht man und das sollte man sich auch nicht beirren lassen. Vielen herzlichen Dank. Frau Martin, ich habe online was ganz Interessantes gefunden. Sie waren demnach sachverständiges Mitglied bei der Enquete-Kommission des Bundestags zur künstlichen Intelligenz und haben bei IBM mit dem Betriebsrat interne Dienstvereinbarungen über Anwendung von KI im Betrieb ausgearbeitet. Können Sie uns noch ein bisschen mehr verraten, worum es dabei ganz genau ging? Ich fange mal mit der Betriebsvereinbarung an, weil das ist erstmal unabhängig von der Enquete-Kommission. Mhm. Ich glaube, da kommen wir ja auch noch drauf ein bisschen. Mhm. Also wir haben die Betriebsvereinbarung mit dem Konzernbetriebsrat, weil wir verschiedene GmbHs auch in der IBM in Deutschland haben und dem Gesamtunternehmen geschlossen, mit dem Ziel, und ich habe es jetzt extra aufgeschrieben, um es zitieren zu können, um Rahmenbedingungen zu setzen für den Einsatz von KI-Lösungen und uns zu verpflichten zu einer Interessensabwägung, welche die Chancen und Risiken fürs Unternehmen einerseits sowie die möglichen Vor- und Nachteile für die Arbeitnehmenden ins Verhältnis setzt. Das ist ja immer ein großer Punkt natürlich für die Betriebsräte zu sagen, wie schütze ich und wie kann ich konstruktiv zusammenarbeiten, um die Arbeitnehmenden auch im Blick zu behalten. Es sind ein paar Grundsätze, die da zu berücksichtigen sind. Es sind einige, die ich auch schon genannt habe im Thema Vertrauenswürdigkeit, also Transparenz des KI-Systems kommt vor, Erklärbarkeit bzw. Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses, Sicherstellung menschlicher Entscheidungen, da haben wir wieder den Human in the Loop, Einhaltung von Nichtdiskriminierung und Fairness, Qualitätssicherung, Robustheit von Eingangsdaten und Algorithmen, die Einrichtung eines KI-Ethikrats in der IBM Deutschland und Sicherstellung eines Regelkreises und die Bewertung in einem Gefährdungsspektrum, also Chancen, Risiken und Wahrscheinlichkeiten des Eintritts und auch die Auswirkungen zu bewerten. Und ein wichtiger Punkt hier tatsächlich zur Vertrauenswürdigkeit ist aus meiner Sicht der KI-Ethikrat, den wir eingeführt haben. Da bin ich selber Mitglied, das sind auch Mitglieder aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen, also Personal, auch aus der Rechtsabteilung, Betriebsrat selber. Und wir bewerten im Prinzip jede Lösung, die eingesetzt werden soll im Unternehmen, insbesondere wenn sie Mitarbeitende betrifft, anhand dieser Kriterien und schauen uns an, was uns auch von den Entwicklern und Entwicklerinnen dazu als Information zur Verfügung gestellt wird und ob die ausreichend ist. Und das betrifft vor allem natürlich Anwendungen im Personalbereich, weil da Mitarbeitende ganz direkt betroffen sind. Da sind aber auch zum Beispiel relativ unkritische dabei, wo ich sage, wir haben ein internes Weiterbildungssystem und basierend auf meinen Skills, die dokumentiert sind, basierend auf meiner Position, vielleicht auch bezogen auf die Jobrolle, die ich habe, werden mir eben bestimmte Schulungen vorgeschlagen als besonders geeignet. Das halte ich jetzt für relativ unkritisch, weil ich immer noch aus allen Schulungen trotzdem auswählen kann. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel eine Anwendung einzusetzen, die wir natürlich neudeutsch Compensation Advisor nennen, also eine Anwendung, die Ratschläge gibt an die Führungskräfte, wie Gehaltserhöhungen auszusehen haben, dann ist natürlich schon die Frage, welche Daten werden denn da einbezogen? Und es wird in Deutschland übrigens auch noch nicht eingesetzt, weil eben viele Daten gar nicht verwendet werden dürfen nach der DSGVO oder eigentlich in der EU kann man es da nicht einsetzen. Aber das sind dann so Punkte, wo wir sagen, nee, da müssen wir mal vielleicht nochmal auf die Bremse treten, ne, und
genauso wie es jetzt diese KI-Betriebsvereinbarung gibt, gibt es sie eben auch zum Datenschutz. Also es ist im Prinzip eine Ergänzung zu bestehenden Betriebsvereinbarungen, die aber speziell eben auf das Thema KI-Lösungen abzielt. Bei der KI geht es ja auch immer darum, der optimierte Mensch, das sind so Szenarien, die man sich im Kopf ja ausmalt oder im Kino dann auch sieht, ewiges Leben, diese ganzen Geschichten, war das auch Teil während des Meetings mit der KI-Enquete-Kommission, dass das thematisiert worden ist, weil es ja ein wichtiger Punkt, der macht uns ja auch Angst. Ja, ich finde es ein Stück weit persönlich seltsame Fragen, ne? Weil die Technologie kann diese Wünsche, falls sie existieren, gar nicht erfüllen. Und ich würde jetzt auch tatsächlich in Frage stellen, ob ewiges Leben erstrebenswert ist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung jetzt dazu. In der Enquete haben wir uns eher mit konkreten Fragestellungen tatsächlich beschäftigt, wobei natürlich unterschwellig schon das Potenzial mitgeschwungen ist. Das ist ganz klar. Aber wir haben eher wirklich sehr konkret diskutiert. Und es war am Anfang für mich auch ein Aha-Moment, überhaupt erstmal die Grundlage zu legen, dass wir ein gemeinsames Verständnis darüber entwickeln, was KI eigentlich ist. Weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Definitionen. Manche verbinden nur Machine Learning damit. Andere verbinden da diese eher Science-Fiction-Lösungen damit. Andere sagen, nee, das sind ganz konkrete Funktionalitäten, wie das, was man in Chatbots sieht oder Bilderkennung oder Entscheidungsunterstützung. Also haben wir erstmal dieses gemeinsame Verständnis überhaupt entwickelt. Weil die Menschen in der Enquete-Kommission natürlich ganz unterschiedlichen Background haben. Ich kann nicht von jemandem, der Politologie studiert hat, erwarten, dass er oder sie weiß, was hinter KI steckt. Ja, also das war so ein Punkt. Dann haben wir uns vorrangig mit den Potenzialen beschäftigt, also Potenzialen für Wirtschaft, aber auch für Staat, öffentliche Verwaltung und die Gesellschaft ganz allgemein, ohne die Risiken aus dem Blick zu verlieren. Das muss man natürlich immer gleich mit betrachten. Wir haben so allgemeine Themen bearbeitet wie Zusammenspiel KI und Ethik, KI und Gesellschaft, aber auch KI und Mobilität zum Beispiel, wenn man aufs autonome Fahren zum Beispiel schaut und dann ganz konkrete Empfehlungen daraus abgeleitet für die Bundesregierung. Das war die letzte Legislaturperiode, die jetzt umgesetzt werden können oder auch nicht. Also das ist immer die Natur einer Enquete-Kommission. Es kommen Empfehlungen raus, aber die Umsetzung obliegt dann der jeweiligen Legislative und Exekutive dann am Ende des Tages. Aber es sind schon sehr interessante Aspekte da auch zum Tragen gekommen, wie weil die Daten ja immer wieder angesprochen werden. Welche Daten haben wir eigentlich zur Verfügung und wo kann man gegebenenfalls auch, jetzt nicht E-Akte, aber E-Gesundheitsakte, vielleicht auch sagen, wir alle profitieren von unserem Gesundheitssystem, ist dann ein Giftbag, dass ich auch meine Daten anonymisiert, pseudonymisiert zur Verfügung stelle, um weitere Forschung vorantreiben zu können, von der wir wiederum alle profitieren. Also solche Aspekte haben wir in der Enquete diskutiert. Natürlich ein spannendes Thema. Jetzt von der Ethik würde ich jetzt gerne nochmal auf die Regelwerke kommen und damit zu Ihnen, Herr Eder, weil das ist ja auch immer ganz interessant, immer dann, wenn man was Neues anstoßen will, dann ist es ja nicht ganz so einfach, weil wir müssen uns natürlich an gewisse rechtliche Aspekte halten. Ach, die große Angst vor dem Datenschutz, das Vergaberecht. Wie packen Sie denn bei P20 das Ganze an? Ja, zum einen vielleicht zum Thema Datenschutz zunächst. Es ist eines unserer Programmziele, den Datenschutz zu stärken. Da wird der ein oder andere Polizist jetzt sagen, der macht uns doch eh schon so viel, die Arbeit so schwierig und so viele Probleme. Wir wollen das Datenschutz durch Technik, also Datenschutz by Design. Das heißt, alles, was jetzt ein Polizist machen muss, um Daten zu kennzeichnen, eine Polizistin, ein Polizist machen muss, um Daten zu kennzeichnen, um die Anforderungen, die gesetzlichen Anforderungen, dieses Thema Hydane, ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt schon so bekannt ist. Es ist eine Anforderung, die hypothetische Datenneuerung. Dürfen wir die Daten tatsächlich nutzen? Ja, wir dürfen sie nutzen, wenn wir in derselben Eingriffstiefe unterwegs sind, also wenn wir dieselbe Rechtsgrundlage haben. Das kann ich aber nur beurteilen, wenn die Daten entsprechend gekennzeichnet sind. Mit welcher Eingriffstiefe wurden sie erhoben? Das kann man jetzt natürlich mit riesigen personellen Aufwand machen, diese Kennzeichnung der Daten. Man kann es aber auch mit Technik machen. Und zwar ohne Komplexität. Und das ist unsere Herausforderung. Wir haben ein eigenes Projekt eingerichtet, Datenschutz by Design, die sich also wirklich überlegen, zum einen, wie können wir die Kolleginnen und Kollegen so weit wie möglich von dieser Arbeit entlasten,
und zum anderen aber auch, wie können wir Möglichkeiten schaffen, für den Datenschützer mit eigenen Oberflächen tatsächlich seiner Kontrollfunktion nachzukommen, ohne dass wir ihm dahingehend irgendwelche Schranken in den Weg legen. Und wir sind im Programm der Meinung, und das hat sich auch so bewiesen, dass wenn man den Datenschutz ordentlich unterstützt mit Technik, dass wir letztendlich auch diese Einschränkungen, die immer wieder kolportiert werden, damit haben. Datenschutz geht nicht weg wie eine Grippe oder wie Fieber, sondern der ist da und der ist auch nicht wegzuleugnen. Der ist auch ein gehört zu unserer Demokratie mit dazu und deshalb müssen wir tatsächlich dem entsprechend entgegnen. Bei dem Thema Vergabe vielleicht noch ein Satz. Ich habe mal in einem Interview wurde ich gefragt, was dürfte ich mir wünschen, wenn man irgendwas wegwünschen dürfte. Dann habe ich gesagt, das Vergaberecht. Aber natürlich Spaß beiseite. Das Vergaberecht macht uns schon Probleme, weil ich glaube, das wissen alle, haben wir heute auch schon gehabt mit diesem Thema. Der Bürgermeister hier hat es eben gesagt. Das stellt uns vor enorme Herausforderungen. Auch die Gerichtsbarkeit, die dann anhängt bei Klagen. Aber wir haben auch hier eine eigene Truppe aufgestellt, die sich professionell mit Vergaben auseinandersetzt, um diese Hürden, die es uns die aufgibt, und auch das ist zu akzeptieren, die Hürden im Vergaberecht, überwindet. Aber manche Dinge würden schon sehr, sehr viel schneller gehen, wenn das Vergaberecht etwas flexibler wäre. Aber wir müssen mit dem leben, wie es ist, und wir versuchen so professionell wie möglich durch Vergabejuristen, aber auch durch Vergabeexperten, die uns beigestellt sind, einfach die Herausforderungen, die wir in der Vergabe haben, so gut wie möglich zu lösen. Was ist denn Ihr großes Ziel für P20? Ja, unser Ziel ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein Wort, das vielleicht viele noch nie gehört haben, nämlich ein Datenhaus-Ökosystem zu schaffen. Das hört sich sehr, 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 sehr theoretisch wieder an, aber derzeit ist die Polizeilandschaft von einer Unzahl von Datentöpfen gekennzeichnet. Wir haben allein, ich habe es erst vor kurzem erzählt, es kommt ein Pedant auf die Dienststelle und sagt, mir wurde mein Fahrzeug gestohlen. Also die Daten, die der Kollege oder die Kollegin hier erfasst, die werden bis zu 15 Mal kopiert. Das ist einfach so, das ist auch erforderlich zum jetzigen Zeitpunkt. Das geht, da ist Statistik mit dabei, da sind Verbundsysteme dabei, da ist die Fahndung mit dabei, mit Inpol und so weiter. Wir fassen das zusammen in ein zentrales Datenhaus. Und natürlich nach den rechtlichen Vorgaben, nach den technischen Möglichkeiten, und wir setzen diese Services, also die Sachbearbeiter-Services, alles, was der Kollege macht, eben die Daten zu erfassen, die Daten freizugeben für die Fahndung, die Daten freizugeben für überregionale Täterzusammenhänge festzustellen, aber auch für Statistik, aber auch für Lagearbeit, aber letztendlich aus einem Bestand und letztendlich mit einer Struktur außen herum, die nur noch einmal vorhanden ist. Einmal Kataloge, einmal Entity and Access, also Berechtigungsprüfung, einmal die Rollenvergabe, einmal, und das ist unser Ziel, und das ist, wie gesagt, nichts Fantastisches. Können wir, wie gesagt, wir zeigen es eben auch mit Clickdummy, dass wir, auf dem wir jetzt, und Sie haben das zuvor sehr, sehr gut gesagt, der erste Schritt ist das Wichtigste, und wir sind aber schon sehr, sehr viel weiter als beim ersten Schritt. Wir sind mitten auf dem Weg dorthin, dieses Ziel zu erreichen, und ich glaube, wir sind jetzt gerade so ungefähr genau in der Mitte. Mit ersten Realisierungen, das Datenhaus gibt es tatsächlich schon als Maschine, als physikalische Maschine, wo wir gerade versuchen, geht denn das überhaupt alles, was wir uns so vorstellen? Also kann man die Daten dort auch so trennen, nach Bayern, NRW, Verbunddaten? Das gibt es schon physikalisch, aber das ist unser Ziel, das wir erreichen wollen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, ich vielleicht jetzt nicht mehr, aber dass wir 2030 nahezu alles von diesem Ziel erreicht haben werden. Und gleichzeitig aber, und das ist ja das, was so schwierig ist, wir operieren ja am offenen Herzen. Wir haben ja die Anwendungen der Polizei in Deutschland, die müssen ja zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde funktionieren. Das Fahndungssystem dürfen wir nicht einfach mal abschalten und sagen, gebt uns ein Jahr Zeit,
dann steht das Datenhaus, sondern es muss ja, der Bestand muss ja immer funktionieren und deshalb ist das Ganze eben ein Transformationsweg. Darum dauert er auch länger, als etwas neu hinzustellen. Aber wie gesagt, und gleich noch ein Satz dazu. Und das Schwierigste, glaube ich, ist nicht das Ganze technisch zu machen, auch nicht rechtlich, auch nicht finanziell. Das Schwierigste, und das sehe ich jetzt immer mehr, ist, unsere Kolleginnen und Kollegen dahin mitzunehmen. Also dieses Change Management, wie es auch wieder so schön bayerisch heißt, das Veränderungsmanagement, den Kollegen das nahezubringen, dass sich hier was verändert und sie da auch mitzunehmen bei der Veränderung. Und jetzt kommt wieder die Einladung, gerade eben hier an diesem Kreis. Da sind wir wirklich auf die Zusammenarbeit angewiesen. Da brauchen wir die Interessenvertretungen, da brauchen wir die GPOLG, um letztendlich die Kollegen hier in diesem Prozess auch mitzunehmen. Ja, das ist ein unheimlich wichtiger Aspekt und bietet mir die perfekte Vorlage zur Überleitung, weil wie oft ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht richtig offen sind für IT-Prozesse, digitale Transformation und auch nicht für Cybersecurity und dann Anhänge öffnen und dann ist das Malheur passiert. Man hat einen Virus sich auf den PC geholt und damit bin ich wieder bei Ihnen, lieber Herr Kleffel. Das LSI, habe ich online gesehen, ist an der Cyberabwehr Bayern beteiligt, einem Koordinierungsverbund verschiedener bayerischer Behörden im Bereich Cybersecurity. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit und haben Sie vielleicht schon so ein paar Beispiele für die ersten Erfolge, die Sie schon feiern konnten? Security is for sharing, stand über meine Aussage und genau dafür gibt es diese Cyberabwehr Bayern. Es sind letztlich das LKA, es ist die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg, es sind die Datenschutzbehörden, es ist der Verfassungsschutz selber, der das als Lokation letztlich auch hostet und es sind wir dort vernetzt mit dem Ziel, eben laufende Kampagnen, laufende Angriffskampagnen, laufende Cybergefahren ganz einfach eben möglichst schnell, auch gerade aktuell zu behandelnde Fälle, ganz einfach untereinander auszutauschen und einen gemeinsamen Wissensstand herzubekommen, Kenntnisstand herzubekommen. Das ist ganz gut. Ich glaube, man kann das so auf Bundesebene mit diesem einerseits NCATS oder auch in der Terrorabwehr gibt es sowas auch vergleichen. Sowas sind letztlich die Erfolge. Naja, die Erfolge, die sind... Jetzt greife ich vielleicht mal einen Aspekt raus. Das ist vor allem auch das gegenseitige Kennenlernen der Leute, die auf der anderen Seite sitzen. Was können die? Wer ist das persönlich? Und da ergeben sich wirklich ganz hervorragende bilaterale Kontakte. Vor allem mit den Leuten vom LKA, mit den Kollegen von der Polizei, wo dann eben ja auch in konkreten Fällen zusammengearbeitet wird, wo sich dann die Forensiker zusammentun, um eben irgendwo nach einem Sicherheitsvorfall Festplatten, Images auseinanderzunehmen und eben zu gucken, wie weit ist denn der gekommen. Die Blicke auf den Fall sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, von Polizei und von LSI, von den anderen natürlich auch. Bei uns geht es darum, möglichst schnell rauszubekommen, naja, wie weit ist der Angreifer gekommen und was ist kaputt gegangen, was ist wieder neu zu machen. Ich glaube, der Polizeiblick, der geht noch ein bisschen in eine andere Richtung, aber der Austausch an sich ist eben wichtig. Und dafür gibt es halt bei Bayern, das ist gut. Natürlich interessant zu hören. Herr Beamt, damit bin ich bei Ihnen. Der Bayerische Landtag, der hat ja im Juli das Digitalgesetz dann auch beschlossen. Davon sollen alle Bürger profitieren, damit die Digitalisierung weiter vorangetrieben wird. Wie weit sind wir denn da schon? Ich darf anschließen, was Herr Eder gerade sagte. Was wir eigentlich haben, sind Prozessänderungen und organisatorische Änderungen, die wir auf den Weg bringen. Und was das Bayerische Digitalgesetz kann, und den Anspruch haben wir, und das geht dann in die Bereiche der IT-Sicherheit, das geht in die Bereiche Schriftformersatz und viele andere. Es kann im Landesrecht Bausteine der Geht-nicht-Sager vielleicht einschränken. Das heißt, indem wir den rechtlichen Rahmen so aufstellen, dass genau diese Prozesse, die heute beschrieben wurden, diese Veränderungsprozesse, dass die weitergehen können und dass Einwände, soweit wir im Landesrecht darauf Einfluss haben, dass die minimiert werden. Und wir brauchen klare Regelungen für KI, die im Digitalgesetz übrigens auch enthalten sind, und für den Bereich der IT-Sicherheit. Und da gestatten Sie mir den Hinweis, dass das Bayerische Digitalgesetz auch über die Möglichkeiten, insbesondere auch des LSI, durchaus so, dass wir da, glaube ich, ganz zufrieden sein können. Ja,
ein Baustein. Das Gesetz selber macht nicht selig, aber es ist ein Enabler, um die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die sich auf den Weg machen und die Prozesse zu ändern. Das sind ja schon mal ganz, ganz gute Nachrichten. Und dann wollen wir uns jetzt schon fast am Schluss übrigens anschauen, ein paar Best-Practice-Beispiele für künstliche Intelligenz. Und da gebe ich ab an Sie, Frau Martin, vielleicht haben Sie was Interessantes für uns, was Sie mit uns teilen können, was uns inspiriert. Also ich sag mal, Best Practice für künstliche Intelligenz, ich würde gar nicht auf die Lösungen eingehen, sondern eher auf die Ansätze, wie komme ich eigentlich dahin? Weil was wir immer wieder sehen, ist, woran tatsächlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz scheitert, ist, dass man keinen richtigen Anwendungsfall hat. Es geht so ein bisschen in die Richtung auch des Innovationslabors, was Sie angesprochen haben, Herr Bär. Man muss sich schon genau angucken, wo ich mit dem Hammer KI draufhaue, ne? Und manchmal sind halt keine Nägel da. Und dann hilft mir auch künstliche Intelligenz nichts. Das heißt, man muss schon sehr intelligent vorgehen und vielleicht auch mal was ausprobieren und dann wieder verwerfen. À la Innovationslabor vielleicht und sagen, hier funktioniert es und da funktioniert es aber auch nicht. Da ist es zwar eine neue, hippe Technologie, aber die hilft mir halt hier an dieser Stelle gar nicht. Gegebenenfalls auch, weil der Anwendungsfall zwar stimmt, aber ich gar nicht die notwendigen Daten zur Verfügung habe, um meine Systeme trainieren und daraus lernen zu lassen. Also das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, Best Practice bei der Einführung erstmal einen guten Anwendungsfall finden, weil da bin ich voll bei Ihnen, Herr Bär, einen schlechten analogen Prozess einfach zu digitalisieren oder mit KI zu hinterlegen, macht den Prozess nicht notwendigerweise besser, wahrscheinlich eher nicht. Und dann auch sich wirklich sehr genau anzugucken, welche Daten habe ich zur Verfügung und was bringen mir die dann auch in der Umsetzung. Das wären so, sagen wir, zwei Best Practices bei der Einführung von KI-Lösungen, ohne jetzt auf eine spezielle überhaupt einzugehen, weil das sind erstmal so Grundvoraussetzungen. Ja, es muss ja dann auch jemand geben, der die Daten auswertet und dann den Prozess weiter beschleunigt. Und damit sind wir jetzt auch tatsächlich schon bei der letzten Frage angekommen, die ich gerne an Sie alle stellen möchte. Unser Motto ist ja heute Polizei neu denken. Und meine Frage an Sie wäre, wie mutig müssen wir sein, was müssen wir tun, um einen neuen Ansatz zu finden? Und ich würde mit Ihnen starten, liebe Frau Martin. Bitte schön. Dankeschön. Ich knüpfe auch gerne an die Best Practices an, weil die kommen da eigentlich mit drin vor, in den wie mutig müssen wir sein, beziehungsweise eher, was müssen wir tun, damit wir diesen Mut auch in die Tat umsetzen können. Und ich würde da auch ansetzen bei dem, was auch Herr Inner sagte, es geht um Menschen, es geht um Daten und dann geht es ein bisschen um Technologie. Mhm. Und wenn wir an die Menschen denken, zum einen müssen wir sie dieses viel zitierte Mitnehmen. Ich würde sogar so weit gehen, sagen wir müssen sie mitgestalten lassen, weil ich glaube, ganz viele in der Polizei oder auch wohin auch immer sie in anderen Unternehmen gehen, da haben die Mitarbeiter, die Polizistinnen, die Polizisten, die draußen sind und tagtäglich mit den in Anführungszeichen Anwendungsfällen konfrontiert werden, die besten Ideen, was man da digital unterstützen könnte oder wo man auch gegebenenfalls mit mehr Daten zu besseren und schnelleren und korrekteren Ergebnissen kommen könnte. Das heißt, da brauchen wir vielleicht so was, ich würde es Center of Competence nennen, ja, wo man sagt, ich beziehe nicht nur die IT-Abteilung mit ein oder die vielleicht die Prozesse betreuen, sondern auch die Mitarbeitenden, weil die oft die besten Ideen mit reinbringen. Und dann wirklich Try and Error, also wirklich ausprobieren und den Mut haben, was auszuprobieren und dann aber den Mut auch haben, das zu verwerfen, wenn es nicht funktioniert. Und dann kommen halt genau die Fälle raus am Ende des Tages, die uns wirklich was bringen. Und Skills sind dann ein ganz wesentliches Thema auch. Ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur KI, das betrifft genauso Security, weil oft sitzt das schwächste Glied einfach vor dem Bildschirm und lässt, ja, wir haben von Zugriffsmanagement gesprochen, ja, dann melde ich mich an und dann gehe ich einen Kaffee holen und lasse meinen Bildschirm ungeschützt und schon kann mein Nachbar potenziell über meinen Account Dinge tun, die ich eigentlich nicht möchte. Ja, das ist ein Punkt. Digitalisierung generell, das kommt oft in den Ausbildungen nach meiner Erfahrung nicht vor. Ich kann es jetzt ganz konkret aus dem Jura-Umfeld sagen. Ich habe mit einer Jurastudentin gesprochen, die sagt, ich werde in Zukunft mit digitalen Lösungen auch mit KI-Lösungen zu tun haben, ob ich jetzt Anwältin oder Richterin werde. Aber im Studium lerne ich dazu nichts. Dann frage ich mich, wie soll das dann funktionieren? Also insofern, Aus- und Weiterbildung war ja im Eingangsvideo auch drin gestehen. Also da brauchen wir auch, ich weiß nicht, ob es Mut ist, aber die Idee im Kopf, dass das in den Ausbildungsplan mit reingehört. Ne? Und Daten habe ich angesprochen, Security is for sharing, gilt auch für die Daten, Föderalismus. Wer kann
auf welche Daten aus welchen Bundesländern zugreifen. Ich glaube, da braucht es tatsächlich ein Stückchen Mut, das aufzubrechen und dann auch zu gucken, habe ich die ausreichende Qualität und auch den Mut zu haben, einzugestehen, da ist Bias in den Daten, deshalb verwende ich die vielleicht nicht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum dieses ganze Thema Predictive Policing in vielen Ländern auf dem Rückzug eher ist. Wenn man sagt, da war so viel Bias in den Grunddaten drin, dass mir die Ergebnisse eigentlich nur diesen Bias, also die Ergebnisse von der KI, diesen Bias nur verstärken. Und ich glaube, das schafft auch Vertrauen, wenn man das eingesteht und sagt, wir haben es probiert, das ist aber gescheitert, das bringt schlechte Ergebnisse und deshalb ziehen wir das auch wieder zurück. Vielen Dank. Frau Martin, damit sind wir bei Ihnen. Herr Kniffel, wie mutig müssen wir sein? Was ist Ihre Antwort zu dieser Abschlussfrage? Das kann ich sagen, ich schließe mich vollumfänglich an Frau Martin an. Sie haben schon ganz viel gesagt, na, vielleicht einen Aspekt. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber man muss sich vielleicht trotzdem immer wieder vergegenwärtigen. Das Leben ist nun mal von explodierender, weiterhin explodierender Digitalisierung geprägt. Also die Arbeit jeder Polizistin, aber natürlich auch die Art und Weise, wie Verbrechen begangen werden. So, das heißt, wir brauchen natürlich auch eine Anpassung der Arbeit, wir brauchen neue Lösungen, die Sie präsentieren oder arbeiten daran. Und mein Appell wäre natürlich, jetzt, das ist vielleicht auch erwartbar, bitte an die Polizei fahren, die Sicherheit der Lösungen auch weiterhin auf dem Weg wie bisher, also wie gesagt, ich halte die Polizei IT für sehr sicher, ansonsten wird Mut zu Übermut. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte das auch noch ergänzen, lieber Herr Eder. Ja, ich möchte es kurz machen. Ich denke, wir brauchen den Mut und ich wünsche mir den auch, das, was wir jetzt begonnen haben, bis zum Ende, auch wenn es ein langer Weg ist, durchzuziehen. Und ich wünsche mir als Zweites, und ich denke, wir brauchen als Zweites den Mut zur Transparenz, tatsächlich all das, so wie es jetzt auch schon gesagt worden ist, was hier passiert. Und es wird nicht alles 100% funktionieren. Aber ich wünsche mir den Mut zu dieser Transparenz, tatsächlich dann auch die Bedarfsträger, nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen und die Entscheider da und auch die Stakeholder hier mitzunehmen und letztendlich auch hier an diesem Prozess zu 100% teilhaben zu lassen. Vielen herzlichen Dank. Und da fehlt uns nur noch Ihr Statement, lieber Herr Beer. Polizei neu denken, was ist Ihre Message an unser Publikum ganz zum Schluss noch einmal? Ja, vielleicht der Versuch nochmal die Zusammenfassung. Digitalisierung ist keine Grippe, die nächstes Jahr vorbei ist. Behalten Sie sich Ihre Visionen und Ihren Mut, die Chancen auszuloten. Nicht um der Digitalisierung willen, sondern um die Prozesse da hinten zu verbessern. Ich habe da heute ganz viel mitbekommen, was mir Mut macht. Ihre Klientel ist auch mutig. Bleiben Sie es auch. Dann sage ich ja. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für diese sehr wertvollen Impulse, die uns sicherlich viele neue Denkanstöße und Ansätze gegeben haben. Das war unheimlich spannend und sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Das ist auch nicht selbstverständlich.